Lieber gegen den Strom als in Uniform. Patrick Frey, 65. Autor, Schauspieler, Kabarettist und Verleger. Er würde die Armee am liebsten abschaffen. Oder bestenfalls mit einem weissen Buch in den Krieg ziehen. Und wenn überhaupt, dann würde er als erstes Monaco angreifen, weil es dort am meisten zu holen gibt. Der Patrick Frey weiss auch, was die Probleme bei den Kampfjets sind. Ja, einmal falsch landen und dann wird er gestocht. Und er will die Soldaten zu friedlichen und... sie zu anständigen Menschen zu erziehen. Er selber hat es bis zum Unteroffizier gebracht. Und seine Lieblingswaffe ist das Radrohr. Was stört ihn am heutigen Militär am meisten? Da gibt es dann im Fall Leute, die überhaupt keinen Spass verstehen. Mit Recht. Er ist der perfekte Militärchef, weil niemand so kreative Ideen hat, was man mit den Soldaten könnte anstellen könnte. Und weil es auf dem Feld endlich wieder etwas zu lachen gibt. Alles andere ist ihm als Armeechef. Schießegal.